zu einem kleinen Smalltalk. Heute spreche ich mal ein bisschen über Selfie-Sticks. Das sind die hier. Ja, ich weiß, das ist jetzt eine doofe Kameraperspektive gerade gewesen, aber nein. Ja, diese Selfie-Sticks, die sind eigentlich ganz nützlich, finde ich, in so ein paar Situationen. Eine habe ich schon erlebt. Da war ich in München am Sendlinger Tor unterwegs, bei der Asamkirche oder wie die wieder geheißen hat. Und da wollte ich ja sehr gut Bild machen von dieser Statue, wo oben auf dem Bogen war. Ich habe glücklicherweise meinen Selfie-Stick dabei gehabt. Den habe ich ausgepackt, habe den hoch ausgefahren wie so eine Antenne, Handy reingeklemmt. Und das dann hochgehalten, ungefähr so. Ja, und dann habe ich, wie das gerade aussehen hat müssen, wie ich das so hochkommen habe. Ja, und so für das, sowas ist eigentlich das Selfie-Stick ganz super. Denn was ich jetzt habe, den blende ich euch jetzt gleich neben meinem Kopf ein. Ja, der ist eigentlich, finde ich, richtig gut. Dafür, dass er nur 15 Euro kostet. Die anderen kosten normalerweise immer, also da, wo ich zu dem Zeitpunkt, wo ich den gekauft habe beim Saturn, haben die anderen Selfie-Sticks alle so um die 50 Euro gekostet. Und das ist schon, er spart zwar nur 32 Euro, aber immerhin das Geld, das fehlt dann einem nicht. Und die 50 Euro Teile, die waren halt alle immer aus Kunststoff, Plastik oder sonst noch was. Und so ein Alu-Ding, das ist halt einfach besser. Oder so Antennen-Alu-Vieh-Ding. Also wenn ihr eine richtige gute Selfie-Stange wollt, kauft doch eine, die nicht aus Kunststoff oder Plastik ist. Weil die brechen nämlich sehr leicht ab. Jo, ich würde sagen, das war's fürs erste Mal. Jo, ich würde euch für die Selfie-Stangen auf jeden Fall, auch für jeden Hobbyfotograf und jeden Hobbyfilmer, lohnt sich eine Selfie-Stange wirklich, denke ich jetzt mal. Jo, das war's so wie das, was ich so sagen wollte. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Video von und mit mir. Übrigens, mein Computer ist abgestürzt, deswegen habe ich hier irgendwo in die Ecken noch kein Logo. Ja, das war's. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Video von und mit mir. Bye bye und tschüss. Bye bye.